Häuser zum Leben ist eine großartige Einrichtung in Wien. Wir haben ja über 30 Häuser und so, wie Sie gesagt haben, tausende Mitarbeiter und 130 Lehrlinge. Also da hat man ja in der Vergangenheit schon unendlich viel richtig gemacht. Und da ist diese Top-Ausbildung für Lehrberufe und für Lehrlinge für beide Seiten, glaube ich, ein großer Gewinn. Wir sind hier heute Abend im Festsaal des Wiener Rathauses. Hier werden die besten Wiener Betriebe ausgezeichnet, die Lehrlinge ausbilden. Das ist ein Wiener Qualitätssiegel der Top-Lehrbetriebe und da gehört das KWB natürlich dazu. Es sind 12 Kriterien und ein Ausbildungsplan, der dem zugrunde liegt. Das bedeutet, es gibt intensive Feedbackschleifen, es gibt aber auch Qualität in der Ausbildung und damit auch die Möglichkeit, sich als Top-Unternehmen auszuzeichnen. Und am heutigen Abend werden es 99 weitere Unternehmen sein, die wir auszeichnen und den Unternehmen damit auch die Möglichkeit geben, im Rekrutierungsprozess im Vergleich zur Konkurrenz vielleicht die Nase vorn zu haben. Herzlichen Glückwunsch an das Kuratorium des Wiener Wettervisten-Wohnhäusers. Wir bilden insgesamt 130 Lehrlinge aus, aber mit einem sehr umfangreichen Programm, das bei Zusatzschulungen, bei Extraangeboten, Digitalisierung, bei VR-Content, also das ist wirklich ein bunter Blumenstrauß an vielen Dingen, die wir anbieten. Wir brauchen die Fachkräfte, auch bei den Häusern zum Leben. Auch hier ist es entsprechend wichtig, dass wir eigene Leute haben, die damit auch die wichtigen Inputs geben können, um eben mit Menschen hier gut umzugehen und zu zeigen, wie wichtig es ist, dass das gemeinsame Miteinander, dieses soziale Wien auch in diesen Unternehmensbereichen wirklich spürbar wird. In meiner Ausbildung lerne ich sehr viel. Ich habe sehr viel Spaß daran. Ich werde sehr stark unterstützt von den Lehrlingsvertrauenspersonen und meinem Team. Ich bin sehr glücklich, weil ich sehr stolz auf KWB bin. Ich freue mich, dabei zu sein und mein Team zu unterstützen bei diesem guten Preis. Wir müssen natürlich dranbleiben und schauen, dass wir weiterhin gut bleiben. Wir müssen uns natürlich auch etwas überlegen, um attraktive Plätze für junge Menschen anbieten zu können. Die jungen Menschen heute ticken etwas anders wie vor 20, 30, 40 Jahren und da müssen wir uns natürlich anpassen.